Oh, willkommen, mein Name ist Dani Rollbing und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin gerade voll ins Wasser gefallen. Mann. Bin nur ein, zwei Schritte gegangen, auf einmal plups. Zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe mal wieder Hancock hier mitgenommen, der passt auch jetzt zu diesem Inselgebiet, ne? Und ja. Ist hier irgendwas? So Netze, ja. Gut. Weil Longfellow haben wir ja schon maximiert in Sachen Liebe und ja, gut. Ich meine, passt den, guckt ihn euch an. In der letzten Folge haben wir diese Fallenstelle erledigt für die Dingens hier und jetzt müssen wir der Bericht erstatten. Unterschätzt diese Fallenstelle bei der Azalea nicht. Ach ja, die sind tot. Azalea ist bereit. Ich schicke einen Arbeitsgrupp rüber. Also, ich habe außen. Was wäre, wenn ich da hingegangen bin, nur nachdem ich den Boss erledigt hätte? Wenn dein Angebot noch gilt, könnte ich einen Rat gebrauchen. Ich habe kaum gedacht zu verschwinden, wenn der Rum fertig ist. Mitten in der Nacht. Aber so sehr mich diese undankbaren Typen auch in den Wahnsinn treiben. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles überhaupt erzählt habe. Meine Freunde. Eine schwere Entscheidung. Wenn du auf dein Herz hörst, weißt du bestimmt, was zu tun ist. Wenn man die Gewissheit hat, dass die Tage gezählt sind, Klarheit. Tja, ich habe sie noch nicht gefunden. Ich werde weitersuchen. Und jetzt geh. Ich muss arbeiten. Okay. Mission abgeschlossen. Überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffe. Dann direkt die nächste. Der kleinen Börfer und Mitch. Okay. Eine Börfer, die war da irgendwo hier, ne? Wie du willst. Machen wir das. Familienlegende stammt ja aus Yorkshire. Bin nicht ganz sicher, wo das ist. Was geht? Börfer. Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Ganze 14 Kronkorken und ein halber. Da plane ich doch schon mal meinen Ruhestand. Ich weiß, es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Harbor-Bewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Kulik. Ihr klingt irgendwie nicht so, wie sie aussieht. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land. Oh, das wäre gut. Okay. Woher weißt du das alles? Mein Vater war Mechaniker. Ein guter. Bis ihn der Nebel. Ach so, der eine, oder was? Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Na klar. Musst du deine Sorgen haben? Geh zu Mitch im Laufplan. Ja, was die Sägemühle angeht. Hier, deine Bezahlung. Die Leute verlassen bald. Boah, geil, 14 Kronkorken. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffe. Wo gehen wir denn hin jetzt? Jedes Einzelne. Hallo, Bertha. Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Die Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Harbor-Bewohner brauchen eigenes Land, zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Ich kann auch mithelfen. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Ah, ich bin der MVP, ja. Kondensatoren, Avery. Nun,
Ich halte dich nicht auf, aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überraschst mich immer wieder. Ah, okay. War schon, naja. Wenn ich niedergeschlagen bin, wundert mich ein den Nebel zurückdrängen. Steht jetzt da, habe ich jetzt nicht gesehen. Super. Hilf Mitch. Da kann ich auch mal hingehen. Ja, aber nächstes Mal. Gehen wir erstmal hier rein. Dann noch hier die Mission abschließen, vielleicht. Falls wir die schon abgeschlossen haben. Meine Güte. Was? Schon wieder? Will die denn jetzt schon wieder? Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die Schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht... Dein Onkel? Das sind meine Familie. Bin ich dein Onkel? Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Was stimmt mit seinem Onkel nicht? Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln, vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen? Ich bezahle dich natürlich. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Hancock. Pass auf, er lebt. Okay. Habe ich die abgeschlossen? Nee, ne. Okay. Dann will die Seefahrerin schon wieder was von mir. Geil. Menno. Dann, gut. Wenn du mir jetzt irgendeine zufällige Quest gibst, ne. Siehst du, was die Seefahrerin gemacht hat? Seefahrerin? Festlandbewohner. Ich habe noch eine letzte Idee. Verrückter als eine Kiste Rad-Kakerlaken. Aber das hatte ich ja bisher auch nicht abgehalten. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meyerberg-Königin frontal angreifen würde... Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das Einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Meyerlurks. Die Panzer der Meyerlurks auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammeln ein paar Panzer und bringen sie hierher zurück. Dann stärke ich die Siedlung so gut es geht. Meyerlurk-Panzer. Verstanden. Ich wünsche dir viel Glück. Na gut. Schon wieder irgendwas. Karte aktualisiert, okay. Wo muss ich denn dafür hin? So, eins ist da. Suche Onkel Ken. Machen wir das. Sieht chillig aus. Das ist auch genau die Waffe, die ich jetzt habe. Wild. Besseren für so das Ding gut sein. Keine Ahnung.
Naja, egal. Bring die Waffe hier raus, ja? Man sieht sie nie wieder. Nein. Okay. Okay, Onkel Ken. Wo bist denn du? Ich war schon mal hier, also. Letztes Mal waren ja, glaube ich, Gegner. Fallensteller oder so. Warum bist du jetzt hier? Aber wenn ihr vorher Fallensteller war und der Fallen liebt, also. Ich erkenne da ein Muster. Der leckt schon wieder so. Hey, was geht? Verschwinde! Siehst du? Siehst du die Leichen da? Sie sind von mir! Ich hab meine zu Hause vergessen. Wenn du nicht die lange Reise antreten willst. Wo sind die Leichen? Ja, Mitch meinte schon, du wärst verrückt. Mitch! Ich halte sie für verrückt und potenziell gefährlich. War schon immer schlau. Hat mir die Nebelkondensatoren geschickt, damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Aber so... Was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Was? Was kommt? Wer weiß, was es dieses Mal ist? Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell, schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen bald. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich hab Fallen aufstellen oder was? Kein Bock. Soll ich echt irgendwas machen jetzt? Ich will jetzt keine Fallen nur so bauen. Gar nicht, wo die sind. Oh, lieber. Mal lieber Geschütze aufstellen, hallo? So viel besser. So, reicht. Oh, da kommt das schon. Fallensteller, ja, super. Hey, Problem. Ausgerechnet jetzt leckt das Spiel so wie blöd. So Tag. Ist auch gar kein Nebel und so. Wir brennen da. Sehr gut. Einer schon mal erledigt. Was ist das? Wuff. Alter. Fresse er das. Oh. Mein Gott. Da gleich mal mit der Waffe rumlaufen, ja. Nein, Mann.
Mein Gott, wo sind angeschlagene von denen? Das will kein Cock. Komm, schlag ihn. Schlag ihn. Hit me, hit me. Der steht direkt vor ihm und der tut lieber mich abknallen. Das ist halt so eine Verarschung. Komm her, wo ist er? Keine Munition hat er einen hinterlassen. Ich gibt Krise. Oh Gott. Wie sagt mir der Typ? Kann ich verrecken. Leicht tot. Warum tue ich immer so melodramatisch in letzter Zeit frecken? Ja, wann kriege ich denn meinen Gatling Laser? Ich will mal einen haben. Der hat so ein Millenniumsauge. So ein rotes auf sich. Mein Gott, aua. Bin noch nicht. Wir sollen alle so starke sein. Mein Gott, das wird der Nerv, ich hab das Gefühl. So viele Gegner, ey. Gibt's auch nicht. Was? Ey. Na, warte. Noch mal bloß nicht hier, Freck. Und noch ein paar Medics, die werde ich jetzt benutzen. Ja, würde ich wahr sein, ey. Ich habe mich gerade am Heilen wieder, ne, und der haut mich kaputt. Gibt's doch einfach nicht. Jetzt bin ich auch noch abhängig von Alex. Hey. Ja, wie ist das ihm abgefallen? Oh, Entschuldigung. Was so? Alter! Unbedingt ein paar Stimpacks kaufen. Ich erstmal ein paar von denen erledigen, anstatt immer auf den neuen zu gehen. Hier geblieben, Alter. Hey. Wir sind alle so gut wie tot. Das ist ein legendärer, ja klar. Was habe ich gerade noch so gebraucht? Boah. Stimmt schon tot, der Typ. Oh, wie weit die hier drin sind. Meine Dinger nicht kaputt gehen aus irgendeinem Grund. Ich glaube, der eine Typ kann ich fighten, ne? Ken. Onkel Ken. Sad. Meine Güte.
So, was hat? Meine Güte. Übertreibt mein Charakter, also hat ein paar Ghule getötet. Die war zu. Ich habe es genau gesehen. Wie ist die bitteschön? Ah, Luisa mit den geschlossenen Pfeilen reinzulaufen. Wir nehmen auch noch welche. Warte, das spreche ich jetzt aber. Nein, Japon-Typen ziehen viel ab, habe ich das Gefühl. Risiko ein. Au! Oh mein Gott! Hätte ich mich nicht geheilt, wäre ich tot gewesen. Gibt's doch einfach nicht. Wie viel er abgezogen hat. Danke. Boink. Alter. Oh, da ist nicht so weit weg. Man braucht den ganzen Weg dahin zu laufen. He slowly backs away. So, wir sagen, wir waren alle. Aha, man braucht die jetzt hier alle zu looten, ehrlich gesagt. Wo ist er? Wo ist er? Alter, warum bist denn du da? Hey. Nicht schlecht. Brav von Mitch, dich zu schicken. Aber du solltest nun trotzdem gehen. Adieu, adieu. Bevor du noch mehr von denen anlockst. Mitch will, dass ich dich sicher nach Hause bringe. Bitte geh nach Far Harbor. Das hier ist mein Zuhause. Okay. Du möchtest, dass ich in Far Harbor wie ein Bettler lebe? Ich kann nicht einfach von hier weg. Du hast Familie, die sich um dich sorgt. Willst du dich einfach so von ihr abwenden? Ich bin ein alter Mann. Ich möchte einfach nur meine letzten Tage auf meinem Land verbringen. Das kannst du nicht verstehen. Hör zu, alter Mann. Ich bitte dich nicht. Ich nehme dich einfach mit. Ha! Siehst du die Leichen? Ich habe Schlimmeres überlebt als dich. Und jetzt hau ab! Okay. Kehre zum Mitch zurück, ja. Und jetzt? Ich hab Bock, die alle zu looten. Ich möchte den Part beenden. Also macht ja niemand Stimpaks. Ist schon instant turn down. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Na. Nein. Nein. Zeitschrift irgendwo, bitte. Komm schon. Komm schon. Na? Warum ist das hier schon wieder so umlegen? Ich verstehe nicht. Ja, da muss ich nochmal zu denen zurückgeben. Und dann war es das. Längste Part seit langem. Part 100, 249.
Ich habe was getrunken, ja. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr könnt mich nicht untrinken. Ja, das habe ich gesagt. Was? Okay. Wahrscheinlich werde ich offscreen ein bisschen leveln wieder. Versuchen im Ödland. Weiß nicht. Ich habe jetzt erstmal sehr viele Parts aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der 7. Da werde ich schon wohl Zeit haben, ein bisschen zu leveln. Klingt nach einer Idee, ne? Gut, so, jetzt mache ich noch mal da rein. Ey, Mann! Vielleicht werde ich mir ab und zu mal ein paar Medics reinpumpen. Damit Hancock das gefällt. Mal schauen. Meine Beziehung auf Screen aufzubauen. Ich habe auch Ken gefunden. Er lebt noch, aber er kommt nicht zurück. Einmalig. Das ist ein Grund zum Feiern. Wir haben uns Sorgen um ihn gemacht. Es geht ihm wirklich gut. Meinst du, er ist dort sicher? Er ist viel zäher, als er aussieht. Vielleicht sollte ich nachfragen, ob ein paar Einheimische bei einer Siedlung mithelfen möchten. So zäh wie er ist, ein paar Kämpfer mehr. Ich. Mitch, fehlen die Worte. Ruhe. Ich schulde dir was. Rezept Feuer. Okay. Feuer im Bauch hinzugefügt. Was ist das? Muss man auch gucken. Hier nicht. Der Fug ist es. Mitch patentierter Feuerbauch. Eine Flasche Wodka, der billige genügt völlig. Zwei Bund schwarzer Blutblatt, zumal Reifen, wie auch immer. Ein wenig Aster für den ganzen besonderen Kick. Prost mit den Trinken. Aufhören, wenn das Blut zu den Ohren auskommt. Okay. Gut. Ich will dann aber sagen, das war's dann. Ich habe da eine rote Pille. Achso, das ist wahrscheinlich meine Abhängigkeit. Ne? Und ja. Mal TP minus 10. Nee, das kostet mich so an, jetzt immer da ist. Aber okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.